Bewacht das Schiff für mich. Beiß jeden, der versucht, es zu stehlen. Keine Sorge. Auf Mili gibt es keine Altholzhändler. Ich bin näher denn je dran, das Geheimnis von Monkey Island zu finden. Ich bin nicht näher daran, mich dafür zu interessieren. Es ist kitschiger, als ich es mir vorgestellt habe. Aber trotzdem schön. Okay. Ich habe nicht wirklich an die Möglichkeit eines weiteren Schlosses gedacht. Das ist etwas übertrieben. Ach, da ist keine Seriennummer. Vielleicht kann ich sie aufbrechen. Das ist kein Problem. Ich brauche einfach schwerere Werkzeuge. Freeport! LeChuck, mein alter Erzfeind. Da sind wir wieder. Es sieht so aus, als würde diese Geschichte so enden, wie es schon immer geplant war. Nur mit dir, mir und dem Geheimnis. Nicht ganz. Ich nehme an, dass es mir nichts nützt, darauf hinzuweisen, dass du schon wieder schummelst. Ich habe deinen Einfallsreichtum unterschätzt, Freeport. Aber am Ende siegt immer die Gewalt. Du solltest es einmal ausprobieren. Viel Glück damit. Sie ist gut gemacht. Ich habe eine ganze Minute lang alles versucht, was mir einfiel, und ich habe keine Delle hineingekriegt. Natürlich nicht! Das Geheimnis kann nur in einer zeremoniellen Kammer tief in den Eingeweiden von Monkey Island gelüftet werden. Es wäre schön gewesen, das vorher zu wissen. Es freut mich, dass du mit dem Wissen lebst, wie nah du dran warst, es zu bekommen, bevor ich es dir weggenommen habe. Deshalb habe ich beschlossen, dich nicht gleich zu töten. Außerhalb dieser Tür ist der Deal nicht mehr gültig. Denk nicht einmal daran, mir zu folgen und zähl bis 100, bevor du das Gebäude verlässt. 100. Guybrush, Whitebone sagt, sie hat dich reinkommen sehen. Geht es dir gut? Nein, ich meine, ja, es geht mir gut. Willst du darüber sprechen? LeChuck hat das Geheimnis und ist auf dem Weg zu den Innereien von Monkey Island. Die Höhlen unter dem großen Affenkopf? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns auf dem Weg reden. Das schien ein besserer Weg zu sein, als den Zaubertrank herzustellen. Das nächste Mal muss ich mir auf jeden Fall Notizen machen. Ja. Ich hoffe nur, dass es die ganze Mühe wert ist. Welche Mühe? Das war einfach. Ich rede nicht von der Reise, sondern von der ganzen Arbeit, die du im Vorfeld geleistet hast. Ganz zu schweigen von der Spur der Zerstörung, die du hinterlassen hast. Unsinn. Nenn mir 12 Beispiele. Wenn du mich herausfordern wolltest, hättest du eine größere Zahl wählen sollen. Odina hat mir eine aufregende Geschichte über die Ereignisse auf Bermuda erzählt. Anscheinend hast du es geschafft, ein unbezahlbares traditionelles Artefakt und die Regierung einer ganzen Insel in nur 5 Minuten zu zerstören.
Das ist ziemlich beeindruckend. Sogar für dich. Es hat viel länger als 5 Minuten gedauert. Ich musste erst einen Haufen Wettbewerbe gewinnen. Ja, Odina hat mir deinen Witz erzählt. Brenda! Ziemlich lustig. Odina glaubt auch, dass du bei deinem Algebra-Test geschummelt und versucht hast, sie zu vergiften. Es war kein Gift, es war einfach nur scharfer Pfeffer. Eine Stunde später ging es ihr gut. Ich musste sie davon überzeugen, nicht zu klagen. Du bist mir was schuldig. Das weiß ich zu schätzen. Übrigens glaube ich, dass du jetzt auch zum Königshaus gehörst, da du mit mir verheiratet bist. Ich dachte mir heute Morgen, dass etwas anders ist. Wie viele sind es jetzt? 4? Wusstest du, dass das Museum für Piratenkunde geschlossen wurde? Was du nicht sagst. 2 der preisgekrönten Exponate sind verschwunden. Seltsamerweise stand nur ein Name im Gästebuch. Es war sowieso kein besonders gutes Museum. Der Typ kennt die Fakten nicht richtig. Conrad Lee ist ein netter junger Mann, der sich viel Mühe gibt. Aber er wird wieder auf die Beine kommen. Ich habe gehört, dass er eine Trainingsschule für Kampfpapageien eröffnen will. Ich hoffe, er hegt keinen Groll. Herman Toothrot ist auch ein bisschen sauer auf dich. Er sagt, du hast seinen Schlüssel genommen und ihn in einer dunklen Höhle zurückgelassen. Er war schon in der dunklen Höhle, als ich ihn fand. Also insgesamt gesehen, keine Auswirkungen. Bis auf den Schlüssel. Stimmt, aber er hat sie nicht wirklich benutzt. Es wird dich freuen zu hören, dass er es rausgeschafft hat. Ich habe ihn selbst gerettet. Ich bin froh, das zu wissen. Danke. Erinnere mich daran, warum wir über all das reden. Ich mache mir nur Sorgen, dass das Geheimnis den Anstrengungen und der Vorfreude nicht gerecht werden kann. Was genau erwartest du zu finden? Ich habe keine Ahnung. Deshalb ist es so wichtig, dass ich es finde. Nun, sei vorsichtig, was du dir wünschst. Auf geht's! Genau wie in alten Zeiten. Bist du bereit für die Höhlen? Ich erinnere mich an sie. Voller Lava und winziger Vorsprünge. Gut, dass du deine Abenteuerstiefel trägst. Ich hoffe, du hast auch dein Abenteuerschwert dabei. Nun ja. Geh schon mal vor, Schatz. Ich hol dich ein. Hey, Wally. Wally, was ist passiert? Als ob du das nicht wüsstest. Wie bist du hierher gekommen? Ich habe gesehen, dass dein Büro durchwühlt wurde. LeChuck kam wütend in den Laden gestürmt, weil er dachte, ich hätte ihm eine Mobkarte statt einer Karte zum Geheimnis gegeben. Ja, das ist wirklich ein Rätsel, wie das passieren konnte. Ich wünschte, ich könnte dich aus diesen Fesseln befreien. Da sind wir schon zu zweit. Danke für die Seekarte. Das war echt nett und ich schulde dir etwas für all die Arbeit, die du umsonst gemacht hast. Schön, dass sie dir gefällt. Wie hängt es sich so? Im Ernst? Das ist der Witz, den du jetzt machst? Ich probiere neues Material aus. Gib deinen Hauptjob nicht auf. Die Mobkarte, die du für mich gemacht hast, war ein Volltreffer. Ach ja, stimmt ja. Ich habe dir eine Mobkarte gemacht. Moment, jetzt ergibt das alles einen Sinn. Warum wird der gute alte Wally jedes Mal, wenn sich unsere Wege kreuzen, entführt und gequält oder noch schlimmer? Die Geheimnisse, wie das Universum funktioniert, werden wir vielleicht nie erfahren. Ich würde gern bleiben und plaudern, aber ich muss mir das Geheimnis holen, bevor LeChuck es tut. Klar, renn ruhig weg. Wally kommt schon klar. Flambe, du bist wach? Nicht mehr lange. Ich bin nur hier, um dir zu sagen, dass du einen Fehler machst.
LeChucks Besessenheit verschlingt ihn wie ein Frosch, der eine Tarantel verschluckt. Du willst nicht dabei sein, wenn er die Truhe öffnet. Richtig. Ich will da sein, bevor er sie öffnet. Ach, ihr beide habt einander verdient. Ja, so ist es richtig. Lauf! Ich kann da unten nichts sehen. Da ist eine Menge Lava. Also, los geht's. LeChuck, ich komme dich holen! Ich komme dich holen! Verdammt seist du, Threepwood! Ich hätte dich bei den ersten 58 Malen loswerden sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Du wirst es niemals lebend hier runterschaffen. Ich will nur einmal, dass es einfach ist. Nur der zur Ordnung bereite Pirat wird bestehen. Es sieht aus wie ein Goldstück, ist aber aus Stein. LeChuck, das Geheimnis wird nie dein sein! Ich hasse es, Rätsel zu lösen, mehr als ich Threepwood hasse! Das Geheimnis wird nie dein sein! Threepwood, warum gibst du nicht einfach auf und gehst nach Hause? Einmal ist ein Zufall, zweimal ist... Nur der zur Aufmerksamkeit bereite Pirat wird bestehen. LeChuck, das Geheimnis ist mein! Du bist wirklich eine Niete in Sachen Rätsel, nicht wahr? Wie kannst du noch am Leben sein? Du wirst das Geheimnis nie bekommen. Ich werde bald meine Rache bekommen. Dann wirst du für immer verflucht sein. Und du wirst niemals entkommen! Du wirst verschwinden, ohne dass jemand je Geschichten von dir erzählen wird. Nein, ich werde zurückkehren. Das
guten Dinge sind drei, Threepwheat. Das nächste Mal spreche ich leiser. Nur der zur Blutrünstigkeit bereite Pirat wird bestehen. Dieser Krimis, in denen die Person so viele Feinde hat, dass die Beamten nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Eine der Steinplatten des Altars scheint während des Rumpelns heruntergefallen zu sein. Darauf steht etwas geschrieben. Nach 4 weiteren Jahren auf hoher See taten ihre Holzbeine langsam weh. 3 Schritte rechts und 2 links, oh Schreck, da fielen sie vom Deck. Und sie trafen Davy Jones auf einen Tee. Nach allem, was ich durchgemacht habe, ist es nicht weiter verwunderlich, ein paar Limericks auf einem Stein zu finden, der in der Lava versunken ist. Ich war gerade tief in den von Pilzen und Lava durchzogenen Höhlen unter Monkey Island. Und jetzt bin ich? Oh nein. Nein, noch nicht. Treffer! Gratis Popcorn! Die Fenster sind nur aufgeklebt. Und sie sind nicht einmal gerade. Ach, sie muss sich verschlossen haben, als ich rausgekommen bin. Obere Straße 6 Meter. Halle der Piraten 3 Gehminuten. Weitere Toiletten bei Dinky Island. Schön, dass du es endlich geschafft hast, Junge. Stan? Es ist Geschäftsschluss und alle wollen nach Hause gehen. Letzte Chance, den Schlüssel auszuhändigen, Schlosserin. Was soll das heißen, es ist Geschäftsschluss? Ich bin gerade erst gekommen. Ach, dafür habe ich keine Zeit. Ich bin spät dran für ein wichtiges Meeting. Nimm meine Schlüssel und schalte alle Lichter aus, bevor du gehst. Ich bin für nichts verantwortlich, was nach Geschäftsschluss passiert. Guybrush, bist du bereit zu gehen? Letzte Chance, den Schlüssel auszuhändigen, Schlosserin. Elaine, zum Glück bist du hier. Natürlich. Wo sollte ich sonst sein? Ich bin mir nicht sicher, wo ich auf einmal bin. Du bist genau hier bei mir. Aber wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Ich werde mich noch ein bisschen umsehen. Hey, das war ein absoluter Knaller. Ich erkläre dich hiermit zum Sieger. Dieses Mal habe ich nichts getan. Ich wurde reingelegt.
Ich hätte sofort ahnen müssen, dass Stan seine Finger im Spiel hat, als ich sah, wie billig und kitschig das hier alles ist. Verflixt, sie ist verschlossen. Wenn es doch nur einen Schlüssel gäbe. Das war enttäuschend einfach. Ich frage mich, was hier los ist. Interessant. Ich habe das Geheimnis von Monkey Island gefunden und alles, was es war dieses blöde T-Shirt. Gut, dass LeChuck das Geheimnis nicht zuerst gefunden hat. Ich glaube nicht, dass es seine Größe ist. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, legt Stan noch eine Schippe drauf. Aber es steht immer noch LeChuck 0, Guybrush Threepwood 6. Das Geheimnis ist mein! Diesmal nicht, mein alter Erzfeind. Mist, Stan macht LeChuck jedes Mal besser. Das Geheimnis ist mein! Nette Wendung mit Madison, Trent und Lila. Das Teamwork hat mich für eine Weile getäuscht. Das Geheimnis ist mein! Nun, zurück zu meinem langweiligen Job als Buchhalter. Bis zum nächsten Mal. Der Schalter ist verschlossen. Der Schalter ist verschlossen. Wie ist es mit Flair gelaufen? Sagen wir einfach, ich habe meinen Standpunkt klargemacht. Ich war gerade im Untergrund auf Monkey Island und jetzt sind wir auf Mealy Island? Manchmal vergehen die Dinge wie im Flug, wenn man Spaß hat, nicht wahr? Ich habe das Geheimnis. Du hast es endlich geschafft. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Darüber werde ich nachdenken müssen. Wie bist du vor mir hierher gekommen? Du weißt, dass ich immer versuche, einen Schritt voraus zu sein. Ich bin bereit zu gehen. Gut. Ich auch. Dad! Das war ein albernes Ende. Es ergibt doch keinen Sinn. Du bist mies, wenn es um das Ende geht. Ich dachte, du magst alberne Enden. Du und Chucky spielt das Ende von Monkey Island 2 wirklich albern. Das ist etwas anderes. Wir sind Kinder und wir albern nur herum. Du bist derjenige, der gesagt hat, dass man die Dinge nicht einfach ändern kann. Du hast gesagt, so funktioniert das Geschichtenerzählen nicht. Hab ich das? Ich will das Geheimnis wissen. Du musst mir sagen, was du wirklich in der Truhe gefunden hast. Das Geheimnis waren in Wirklichkeit die Freunde, die wir auf dem Weg gefunden haben. Geschichten sind ja vor allem der Mittelteil. Und da sind die meisten guten Sachen drin. Das klingt wie eine dieser dummen Erwachsenen-Antworten. Mom! Dad will mir nicht sagen, was das Geheimnis ist! Füllst du den Kopf unseres Sohnes wieder mit deinen haarsträubenden Geschichten? Ich habe ihm die Geschichte erzählt, wie wir das Geheimnis von Monkey Island gefunden haben. Oh, die... Jedes Mal, wenn du diese Geschichte erzählst, wird das Ende seltsamer und seltsamer. Lasst uns zu den Docks gehen und zusehen, wie die Galeone ausläuft. Juhu! Ich habe die verlorene Karte zum Schatz von Maya Island gefunden. Das wird ein lustiges Abenteuer. Wir sehen uns unten.